Moin. Aus 3900 Meter Höhe. So, nachdem ich 3 Tage in Hoher Rast verbracht habe, mir ein neues Zelt gekauft habe, weil das andere waren die Stangen im Eimer. Das Kartuschen habe ich auch gekriegt endlich mal, was schön war, konnte gerade Kaffee trinken und ein Süppchen essen. Habe ich gestern bis hierher geschafft, 65 Kilometer. Von 3000 Meter Höhe auf 2950. Jetzt habe ich noch 17 Kilometer bis auf 4.1, 4.2 und dann geht es erstmal 50 Kilometer abwärts. Muss auch erstmal einkaufen. Das heißt, zu futtern habe ich noch genug, aber das Wasser ist langsam ausgegangen. Aber das ist nicht das Problem. Zur Not geht auch Wasser vom Wasserfall durch den Filter. Ja, jetzt will ich mal gucken, wie ich weiterkomme. Heute geht dann The Great Divide los. Schotterstraßen. Und das geht hoch. Ich glaube, das höchste ist 4.990, was in den nächsten 2 Wochen kommt. Und dann biege ich ab Richtung Machu Picchu. Ich hoffe mal, dass ich in 3 Wochen da bin. Wäre eine Maßnahme. So, wir werden den Kram zusammenpacken. Und weiter geht's. Morgens 9:30 in Peru. Das ist auch einfach nur gigantisch. Der Nebel verzieht sich ziemlich schnell. Das hat jetzt wohl eine halbe Stunde gedauert. Und dann kommen die Berge zum Vorschein. Grandios. So, weiter geht's. So, jetzt beginnt der harte Teil der Reise. Ich bin Funokocha. Und jetzt kommen, weiß ich nicht, 700 Kilometer, 600 Kilometer Sandstraße. Viel Asphalt wird nicht zu sehen sein. Das ist die Laguna Conococha. Das sind die letzten Ausläufer der Cordillera Blanca. Und jetzt geht's da lang. Heute geht's meistens bergab. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich habe noch einen Anstieg mit 600 Höhenmeter. Wenn ich den geschafft habe, komme ich runter bis auf 1300 Meter oder sowas. Dann über 100 Kilometer auf dem Tacho. Das wäre nicht übel. So, auf geht's. Die Straße sieht erstmal nicht schlecht aus. Also, ich habe hier schon Schlimmeres gesehen. So, nachdem ich es gestern nicht mehr hier hoch geschafft habe, habe ich irgendwo da unten ein Zelt aufgebaut und da genächtigt. Jetzt bin ich auf 3,7. Ein ziemlicher Kampf hier hoch. Ich habe 4 Stunden gebraucht jetzt für 500, 600 Höhenmeter. Die Straße ist Straße, ja. Der Weg ist, also hier geht's gerade, aber an den Steigungen überall völlig ausgewaschen. Loses Geröll, also es war mehr Schieben als Fahren. Und dann immer Rampen drinne. Da fällt dir alles ein. Naja, jetzt geht's 40 Kilometer bergab. Und dann mal schauen, wie weit ich da noch komme. Und es werden noch ein paar harte Tage. Guten Morgen. Ich bin in Kanom. Ist gestern hier runter geschafft. Auf der Schotterstrecke. Und hier ist eine wunderbare Straße. Auf der fahre ich dann weiter. So, das Dorf ist verlassen. Ich habe mich gleich mal als Bürgermeister ernannt hier. So, das ist mein Haus. Der Kaffee ist schon fertig. Die Eier kochen gerade. Hinterher gibt es noch eine Nudelsuppe. Ein bisschen warm war es hier auf 1400 Meter. Hier kannst du ohne Schlafsack schlafen. Naja, jetzt werde ich erstmal Frühstück machen. Und dann geht der Spaß weiter. Ich habe 100 Kilometer aufwärts, 3400 Höhenmeter. Jetzt mal 2 bis 3 Tage. 2 Tage werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Also, wir werden sehen. So, jetzt bin ich in Cayatambo. Wie gesagt, ich bin schon vorbei. Ich war kurz einkaufen. Gestern habe ich 40 Kilometer geschafft. Irgendwo da hinten
gleich gezeltet. Das war auch bloß so eine Ausweichstelle. Das ist ein bisschen mit Gras bewachsen. Findest hier keine Stelle zum Zelten. Das Wasser ging mal aus. Ich konnte gestern Abend nicht mal Süppchen kochen. Das hat gerade noch für heute Morgen für Nudeln und Tomatensauce gereicht. So, jetzt bin ich bei 3550 Meter Höhe. Hoch muss ich erstmal auf 4,5, dann wieder runter auf 4,3 und dann hoch auf 4,8. Heute will ich wahrscheinlich noch so 25 Kilometer schaffen, hoffe ich. Dann habe ich morgen noch 20 bis zum Pass. Mal schauen. Aber die dünne Luft merkt man. Ich muss erstmal eine rauchen. Damit die Luft hier ein bisschen dicker wird. So. Trampel ich mal weiter. Immer bergauf. Den Anblick haben wir verdient. Ich bin vor zwei Tagen, 1400 Meter gestartet. Jetzt bin ich auf 4,5 noch was. Dermaßen schön. Aber die Luft ist auf der Flucht hin. So, jetzt geht es ein bisschen runter. Und dann geht es noch ein bisschen höher. 4,8. Heute. Vor eine Dusche. Wir sind sehr am 5 Licht im Zelt. Irgendwann wird es unangenehm. Aber absolut geil. Erstmal eine Rauchung. Die Luft ist wieder so dünn hier. So, ich habe es geschafft. Ich bin oben. Punta Chanca. 4850 Meter. Sagt mein Navi. Bestimmt normalerweise. Also Lagune Tocto oder sowas. Recht hübsch aus hier. Auch schön kalt. Wer hat überhaupt Schneedienst heute? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte Schnee rum. So, jetzt ziehe ich mir erstmal warme Klamotten an, weil ich bin hier oben noch etwas leicht bekleidet unterwegs. Und beim Runterfahren gibt das Frostbeulen. Ich komme jetzt glaube ich auf 3,6 wieder runter. Es geht eigentlich bloß noch abwärts. Außer da vorne, da ist eine ganz kleine Steigung mal wieder drin. Und dann geht sie 24 Kilometer auf 3,6 runter. Ich habe auch ein bisschen Schnauze voll. Fünften Tag unterwegs. Über 5000 Höhenmeter. War ein Angriff. Naja, ich werde mir heute ein schönes Feierabendbierchen gönnen. Was ich gestern nicht gemacht habe. Ich war so platt, dass ich das Bier aufgemacht habe, zwei Schluck genommen habe, nämlich eingeschlafen. Also das passiert mir auch selten. Naja, also schauen wir mal weiter, wie wir wieder runterkommen. Ich glaube, morgen ist der nächste Hammer mit 4,7 angesagt. Viel Spaß. So, jetzt sind wir schon mal ein Stückchen runtergefahren. Da oben, wo es noch so weiß ist, da war ich. Weiß ja nicht, ich bin jetzt 600 Meter Tiefe. Eine wunderschöne Landschaft. Und hier wird es auch langsam wieder wärmer, nicht so wieder oben. So. Jetzt müssen wir erstmal die Finger wärmen. Ich habe meine Handschuhe, meine Unterziehhandschuhe nicht gefunden. Mal gucken, wo ich heute Abend mal gucken, wo ich die versteckt habe. Oh. Ist schon frisch noch hier. Aber geht noch ein paar hundert Meter Tiefe und dann geht das alles wieder. Aber hier ist eine geteerte Straße, man glaubt es gar nicht. Auf der anderen Seite waren ja Reste einer geteerten Straße ab und zu mal. Und hier, die ist wirklich allglatt, außer dass ein bisschen Split drauf liegt, da muss man in den Kurven ein bisschen aufpassen. Ansonsten geht's. Können wir schon mal mit 30, 40 runterheizen. So, dann mal eine rauchen und dann geht's runter nach Ullón. So. Das ist der Anfang von Ullón. Und von da oben komme ich. Ist schon ein bisschen wärmer. Aber die warme sein ja auch nicht. Patschnase Füße habe ich. So ein scheiß Bach da über die Straße ging, der war ein bisschen tief. Da bin ich drinnen stecken geblieben. Da musste ich kurz mal absteigen.
Naja, 3 Kilometer noch bis zur Hospedaille. Oder brauche eine warme Dusche und ein Bier. Und eine warme Suppe oder sowas.